Ja, hallo Freunde, willkommen zurück bei SteamWorld Dig2. Ich bin hier schon mal gleich runtergekraxelt. Ja, wir haben hier eine neue Röhre entdeckt. Die Höhle haben wir auch schon gemacht, wunderbar. Gehen wir mal hier weiter. Ja, super, wieder hier die Sachen verloren. Schauen wir mal. Jetzt sind hier auch, das haben wir in der letzten Folge ja schon, jetzt sind hier solche Fässer auch noch. Und irgendwie, wenn man da näher rankommt, das mögen die nicht. Und irgendwie, wenn man draufhaut, dann, ja, genau, dann gehen die gleich ganz hoch. Oh, das ist schon sehr aggro da unten. Beeilen wir uns lieber mal. Au! Ah, das ist natürlich okay. Also wenn es schon so ein bisschen... Au, das können wir vielleicht noch. Das. So, machen wir es. Oh, und ein Kultist. Und ein Kultist. Und Fässer. Oh, es wird immer spannend. Ja, schießt du aufs Fass, genau. Ja, sehr gut, hast du schon recht. So, Stufenaufstieg. Ja, ausgezeichnet. Und wir haben wieder alle Herzen. Das finde ich gut. So, ja, der macht hier alles selber kaputt. Sehr schön. Ja, da würde ich sagen, bleiben wir direkt mal stehen hier, wenn das Fass sowieso schon fast hochgeht. Okay, wobei das ja auch so Projektile sind, ne? Wir hatten uns ja hier diese Rüstung, also dieses Schild irgendwie geholt. Komm, ich helfe dir. Ha! Ha! Zurück zum Absendererrungenschaft, ja sehr gut. Das heißt, das Schild tut sogar das so zurückreflektieren oder was. Das finde ich ja cool. Das finde ich ja sehr gut. So, jetzt schauen wir mal hier. Ja, ja, hier. Ja, da kannst du nichts machen, ne? Da kannst du nichts machen, Kamerad. Hm, wollen wir ihm das Fass runterschicken? Das ist bestimmt lustig. Ja, sehr gut. Okay, und... Oh ja, jetzt wird es schon echt langsam... Wir werden gleich sterben. So voll, wie hier der Rucksack schon wieder ist, dauert es auf jeden Fall nicht mehr lang. Und das sind drei Fässer. Okay, nee, ich würde sagen... Da unten ist eine neue Röhre. Komm, bis zu der schaffen wir es. Die blinkt so freundlich. Da gehen wir mal hin, würde ich sagen. Fässer? Ja, der ist schon wieder hier mit seiner... Wir gehen mal hier runter. Ich glaube, hier ist besser. Und das Fass? Ah, okay, also ach, der löst das auch aus. Ich dachte jetzt nur, das sind wir, wenn wir da in der Nähe stehen. Au! Jetzt habe ich mich zu früh gefreut. Ja, aber das geht auch gleich hoch. Ja, bleib genau drauf stehen, hast du recht. Das ist sehr gut. Gab es hier nicht auch irgendwas zum Looten? Oh Gott, hier geht's voll ab. Au, ohne Röhre. Das ist gut. Das ist gut. Haben wir es doch schon geschafft zur Röhre. Ja, tut mir leid, müssen wir gleich... Ich muss nach oben. Es hilft nichts. Weil ihr seht es unten. Der Rucksack ist randvoll. Diesmal hat sich's wirklich richtig gelohnt, glaube ich. Ja, 173. Finde ich sehr gut. Wir haben ja auch ein Level-Up. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier nochmal mehr Bonus bekommen. Und, was kaufen wir uns? Ja, Effizienz beim Graben wäre natürlich schon cool. Hier die Doom-Rüstung. Ja, auch sehr gut, aber die können wir leider noch nicht. Licht, Kremlin-Tasche, ja, bessere Tasche. Wassertank, auch nicht schlecht. Effizienz ist, nee, da haben wir ja gesagt, das brauchen wir nicht. So viel Zeit haben wir. Komm, vielleicht echt die Kremlin-Tasche. Komm, die nehmen wir jetzt. Double Rainbow, ja, ausgezeichnet. Allerdings mit null Zahnrädchen bräuchte ich gar nicht gucken, da ärgere ich mich nur, was das ist. Aber wir sind, ihr seht's, wir sind ganz nah. Ich glaube echt fast, das könnten wir in der Folge schaffen. Fände ich ja gut. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Oh Gott, das nehmen wir nicht mit. Und wir sind zu nah an dem Fass. Ich gehe hier rüber. Und ich beeil mich. Ah ja, okay. Jetzt ist schon wieder, hat sich schon wieder beruhigt. Das finde ich gut. Wobei, ich fände es natürlich auch lustig, wenn das fasst. Aber gut, der ist jetzt auf der falschen Seite, der Kamerad.
Hier kommen wir nicht rüber. Kann ich nur nach unten. Wollen wir das machen? Aber es hilft ja nichts. Wir müssen ja runter. Komm. Hauptsache, wir fallen hier nicht. Genau, wir fallen hier nicht in die Lava. Das würde mir ja schon reichen. Genau, hier haben wir auch Lava. Komm, ein bisschen näher noch. Da muss ich nicht so weit laufen. Ach ja, oder so, genau. Ach, reflektiert ja, genau. Habe ich ja gedacht. Ach, so muss ich mich erst dran gewöhnen. Wobei, es dauert ja auch immer so einen Moment, bis das wieder auflädt. Irgendwie, glaube ich, 30 Sekunden. Aber das Ding ist natürlich schon cool. Also, das finde ich richtig gut. Gerade hier bei den Kultisten, das hat sich gelohnt, glaube ich. So, das bringt uns hier alles nichts. Da ist ein Fass. Nein! Nein, 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 nein. Ah! Oh Gott! Panik! So. Okay. Ja, da können wir ja ein bisschen... Oder wollen wir hier noch rüber? Ist das cool hier? Ja, spätestens jetzt ist es nicht mehr cool, weil da kommen wir jetzt nicht mehr rüber. Und das bringt uns auch wahrscheinlich nicht viel. Weil es einfach hier drunten liegt dann. Ja, ich weiß, ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Aber es hilft nichts. Da unten ist ja auch noch eine Röhre. Und man will ja dann doch alle Wege irgendwie. Also im Sinne ist hier noch Loot. Ja, geh ja nicht wegen der Röhre hier hin. Doch, eigentlich schon. Okay, also es werden noch Wetten angenommen. Falle ich jetzt direkt in die Lava, wenn ich hier unten ankomme? Aber ich mach's trotzdem. Nein, hat geklappt. Oh. 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 Cool, und ein Schalter. Ja. Ja, genau das dachte ich mir auch gerade. Noch so ein nutzloser Schalter. Ja. Ja, genau. Ich muss den Schalter verstärken. Ja. Diese Kohlenpfanne könnte vielleicht etwas bringen. Ja, bring sie rüber. Ja, muss einen Weg finden, sie anzuzünden. Auf jeden Fall, da ist die Röhre. Das ist gut. Ja, das heißt, da können wir das nächste Mal, wenn wir irgendwie von oben, können wir direkt hier hin. So, aber ist gut. Wir müssen das Ding irgendwie anzünden. Und den Kameraden hier auch am besten gleich, damit der hier wegläuft. Macht er aber nicht. So einen komischen Kultist hier mit Teleporter-Feuer-Dingens haben wir auch nicht. Ich geh jetzt trotzdem mal hier rüber. Schauen wir mal. Ui, sprich mit Fan. Das nenne ich mal einen riesigen Teich voller geschmolzener Mineralien. Ja, du willst mich da nur reinlocken. Dieser Kult fährt echt total auf das ganze Feuer und Verdammniszeugs ab. Ich komme nicht auf die andere Seite, ohne es selbst zu schmelzen. Tauch doch mal einen Fuß rein, vielleicht ist es gar nicht so heiß. Ja, genau. Ich müsste feuerresistent sein. Oder du wärst so cool wie ich. Dann könntest du einfach rüberfliegen. Ja, dann flieg mal. Und sag, was da drüben... Ja, okay, also da kommen wir irgendwie nicht weiter. Da will ich jetzt auch nicht rein. Wir haben nicht alle Herzen. Ja, wäre das hier voll, würde ich es vielleicht ja sogar probieren. Aber ich glaube, so macht das keinen Spaß. Ich muss schon hier aufpassen, dass ich nicht irgendwo reinfall. Ja, genau, das wollte ich nicht. So. Okay, aber jetzt hier so von der Logik her, der Hebel, ja, der... Ja, nee, genau. Immer noch nichts, ja, Fan. Ja, ich weiß es doch, ich wollte ihn doch gar nicht drücken, komm jetzt rein. Genau, also der macht wahrscheinlich hier das Ding hier auf, würde ich jetzt vermuten einfach mal. Dann haben wir hier die Kohlenpfanne, da ist aber irgendwie kein Feuer drüber, was blöd ist. Und da unten ist Lava. Da ist überall Lava. Hier cool. Ach, da ist... Okay, da ist... Okay. Ja, dann... Ah! Okay. Ah ja, sehr gut. Ist da oben noch was? Das sieht auch so einladend aus irgendwie. Ich brauche Licht. Es ist taghell. Hier ist überall Feuer und Fackeln und... Ich habe nur Wasser, ich habe jetzt kein Licht. Hilft nichts. So, wir gehen jetzt mal hier rüber.
Okay, also irgendwie eins von drei, ne? Haben wir. Oh. Wollen wir da noch rein? Ja, komm, da gehen wir rein. Die Brandstation. Ja, ausgezeichnet. Aber hier ist Licht. Hier ist ganz viel Licht. Das ist gut. So, plopp, plopp. Na komm, nehmen wir uns das auch gleich noch mit. So. Licht satt. Auf jeden Fall. Oh. Oh. Wer wagt es, vor den großen Propheten des Vernichters zu treten? Ach, zu dem sollte man doch eigentlich, ne? Hey, den Typ kenne ich. Das ist der Kerl, der mich zu einem anderen Tempel gebracht hat. Licht der Führung. Ein unwürdiger Bot in meinem Tempel. Wo ist Rusty? Was ist mit ihm passiert? Wie von mir vorhergesagt, wird Rusty, der Zerstörer, das große Beben hervorrufen, auf das wir diese sterblichen Hüllen ablegen und Erleuchtung finden können. In seiner unendlichen Gnade gewährt er uns die Vorrichtung des jüngsten Gerichts. Und dann verließ er uns. Ach, gewährte, ja. Ja. Seine Wege sind wahrlich unergründlich. Ja, oh Gott. Ja, da muss man, hier müssen wir halt ausmachen, das Ding. Ja, sag uns, wo du diese Maschine versteckt hast, damit wir sie wegbomben können. Oh, Licht der Führung, diese ungläubigen Nachen. Ihr werdet unserer Maschine kein Leid zufügen. Okay, ach Gott, ach, der kann ja hier weit, Dingens. Boah, da unten ist ein Herz. Oh Gott, ich muss hier rüber. Wo ist er denn? Ach, da unten. Ja, tot? Nee, ist er nicht. Ach, komm. Hör doch auf. Macht hier alles kaputt. Irgendwann komme ich hier nirgends mehr hoch. Ach, da ist er. Und weg. Okay, also wenn man zu nah an den rangeht, dann ist auch nicht gut. Aber trotzdem wüsste ich jetzt gern, wo er ist. Ist er wieder zurück, oder? Der ist bestimmt wieder da zurück. Nee, ist er nicht. Mist. Wollen wir hier unten lang? Ah, jetzt war er da drüben. Da ist er. Da ist er. So. Komm, mach du noch mal. Ah, Mist. Ich glaube, während der zaubert, ist er irgendwie... Na, da macht er dann irgendwie nichts. So, nein, ich bin ganz weit weg. So. Ja, ich bin ganz weit weg. Ah, Mist. Ja gut, hier drüben ist auch okay. So, wir kriegen auch immer mal wieder ein Herz. Na komm. Oh, er wird langsam... Das mag er nicht. Da unten ist er. Mist. Oh Gott, überall sind die. Er ist irgendwie nach da unten, ja. Boah, war's das? Ah, ja, ausgezeichnet. Arrgh. Ihr könnt die Ankunft des großen Bebens nicht verzögern, geschweige denn verhindern. Die Maschine des jüngsten Gerichts ist noch immer sicher und unversehrt. Das Ende ist nah. Mein junger Padawan. Boah, was haben wir jetzt gekriegt? Ja, sehr gut. Lava weg. Boah, und hier schon wieder ein halbes Level. Maschine deaktivieren. Ah, das Herz heben wir uns vielleicht auf. Ja, aber jetzt irgendwie... Will ich da runter? Ja, eigentlich schon, ne? Wenn das hier schon aufgegangen ist. Komm, da schauen wir jetzt noch runter. Was da? Ah! Okay, oh, da unten läuft da so ein Typ. Aber hier ist eine Maschine. Da gehen wir noch rein. Und was wir bekommen haben, seht ihr in der... Nein, Schmarrn. Das schauen wir uns natürlich noch an. Bin selber gespannt. Was? Flammenpicke.
leuchtet jetzt? Ah, ja, cool, die ist jetzt wirklich, die brennt jetzt. Macht die jetzt hier noch mehr? Ah, okay, können wir damit, da können wir hier die Typen vielleicht anzünden. Das fände ich ja gut. Oh ja, können wir gleich ausprobieren. Ja, geht. Ah, stopp, hier hoch. Blam, blam. Und dann geht er auch irgendwann wieder aus, ne? Ja, sehr gut. Ja, ausgezeichnet, sehr gut. Oh Gott, wir müssen nochmal zurück. Wir müssen nochmal zurück, es hilft ja nichts. Wir haben ja, da war ja am Anfang auch noch, so ganz am Anfang irgendwie von dem Level. Ist hier vielleicht eine Röhre? Ist hier irgendwo eine Röhre? Komm bitte, ich will hier nicht alles. Da ist wieder so ein... Ah, okay, nee, ich glaube, das schauen wir uns dann wirklich tatsächlich in der nächsten Folge an. Das hilft nichts. Ich habe gehofft, hier ist eine Röhre oder so, dass wir hier irgendwie zurückkommen. Oder? Ja, komm, das machen wir. Ach, jetzt sollen wir da runter. Ah, nee, da sollen wir die ganze Zeit schon hin, oder? Nee. Neuer Dingens. Da müssen wir zurück. Aber wir haben ja hier doch diese... Das haben wir uns doch hier auch mal... Das Portal der Gnade, das verwenden wir viel zu selten. Boah, kann hier... Was? Wieso? Kann hier nicht verwendet werden? Willst du mich verarschen? Einmal, wenn wir es bräuchten. Komm. Warum? Boah, das mag ich jetzt schon wieder nicht mehr, das Ding. Das kann hier einfach... Ja, haben wir jetzt einfach so uns überlegt. Hier geht's nicht. Ich dachte nur, wenn man irgendwie in Gefahr ist. Aber hier ist doch alles easy. Hm, naja, gut. Hilft nichts. Mal schauen. Vielleicht gehe ich ja offscreen nochmal nach oben und gebe zumindest mal die Sachen ab. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, da werden wir... ja, ich denke mal hier noch diesen Schalter weiter aktivieren müssen, damit wir dann da runterkommen. Ja, schauen wir uns an. Auf jeden Fall Flammenpicke, ausgezeichnet. Da können wir jetzt diese ganzen Roboter nämlich aktivieren. Und hier oben, ich glaube, hier war das. Ich glaube, hier war nämlich auch einer, oder hier ganz oben, wo wir irgendwie nicht weiterkamen, ne? Also da, ja, jetzt hätte ich gern das Fadenkreuz hier irgendwie. Geht gerade nicht. Ups. Ja, und dann halt hier runter. Ja, sehen wir alles. Auf jeden Fall jetzt mit der Picke. Hier ist auch eine Höhle irgendwo. Genau, da müssen wir auch noch hoch. Schauen wir uns alles in der nächsten Folge an, glaube ich. Es wird eine ganz lange Folge. Schauen wir mal. Okay, also. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall an der Stelle. Finde ich sehr, sehr cool. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Ich habe auf jeden Fall viel Spaß damit. Ich kann es nur empfehlen. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann und Servus.